Scheiße, Alter, verdammte Scheiße, nein! Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute Psalm 5, 9, 13. Der besagt, Herr, leite mich. Wir starten rein ins Spiel. Okay, alles klar. Wir wachen wieder in unklem gammeligen Flur auf. Ah, meine Fresse. Haben wir gestern einen abgebissen hier wieder irgendwie beim Osterfeuer? Mal gucken. Mal gucken, wo ich Süßigkeiten versteckt habe. Ich muss mal sagen, ich mag tatsächlich diesen Filter. Ja, also es ist ja alles, es ist ja kein wirklicher VHS-Filter, aber es sieht alles so stark grob aufgepixelt irgendwie so aus. Ne? Wenn man sich das mal anguckt, so, ich mag das wirklich sehr. Ich habe tatsächlich dabei auch die meiste Gänsehaut, muss ich sagen, irgendwie. Ne? Von allen Filtern, also es gibt ja diese übertriebenen VHS-Filter, die finde ich tatsächlich nicht so cool, weil die irgendwann echt auf die Birne gehen. Den finde ich tatsächlich sehr, sehr cool und sehr effektvoll. Und okay, wir gehen mal los. Wir schauen mal. So, wir können leider nicht rennen, wir können nur salopp den Flur entlang schlendern. Das ist auch ein ziemlich hässlicher Flur und ziemlich dunkel. Haben wir eine Lampe? Nein, wir haben leider keine Lampe. So, hallo. Ah, okay, die Küche. Wunderbar. Schön. So, also. Ich weiß, warte mal, das Bild ist ja noch nicht mal 4 zu 3, Alter. Das ist ja einfach mal ein astreines Quadrat, wa? Auch schön. Okay. Gut, ja, was. Wir haben gestern natürlich vergessen, hier abzuwaschen. Das ist ja wie immer. Wie immer. Was? Wie? Okay, Tür ist hinter uns zugegangen. Na gut, okay, alles klar. Dann schauen wir nochmal. So, Pizza gab es gestern, aber es gab natürlich auch Nudeln mit Fleischbällchen, die vielleicht schon ein paar Tage stehen. So, die kann ich nicht wegmachen. Ah, abwaschen müssen wir auch mal. Oh. Okay, okay. Was zur Hölle? Okay. Krass, Alter. Oh, da hängt mir ja schon ganz schön die Düse jetzt hier. So, ich habe keine Taschenlampe. Ich habe schon mal erwähnt, deswegen würde ich jetzt gerne hier einfach an dem hellen Fenster stehen bleiben und einfach so den Rest des Spiels so hier verweilen. Aber das wollt ihr nicht, dafür seid ihr nicht da. Dann lass uns mal losgehen. Hallo? Das Wohnzimmer, wie es aussieht mit... Wir hatten es ja schon mal nach ein paar Spielen schon mal gesagt, irgendwie, es ist tatsächlich so, dass die Leute, also die Entwickler immer mehr davon weggehen, Musik zu benutzen, sondern eher so wirklich diese Ambient und diese dröhnenden Sounds irgendwie zu verwenden und ich finde das schon echt krass. Weil das nur noch mit... Quatscht da jemand, Ina? Ist wahrscheinlich Radio an oder irgend sowas? Okay, wir gucken mal. Ah, eine fiese Anbauwand irgendwie. So, wir haben noch einen schönen tiefen Fernseher hier. Aber wahrscheinlich spielt das, warum stellt man denn hier eigentlich eine Pflanze hin? Ist man so einsam, dass man sich mit der Pflanze unterhält? Chuck die Pflanze. Und, wie war dein Tag so? Ach, meiner war schrecklich. So, okay, was können wir tun? Was müssen wir tun? Können wir denn irgendwie irgendetwas benutzen? Hier haben wir einen Karton. Es ist auch wirklich verdammt duster. Es ist auch wirklich verdammt... Was? Okay, okay, okay. Kann man machen. Kann man machen. So, irgendwie. Das einzige Blöde an dieser Sache ist, bei diesem Dröhnen ist irgendwie, dass es so laut ist, dass das Mikrofon selbst anfängt zu schnarren. Irgendwie. Das ist schon wirklich heftig irgendwie. Ich mach's mal kurz einen kleinen Ticken leiser. So, okay. Hallo? Bin schon wieder QVC eingeschaltet? So, was denn, du hast die Fernbedienung? Okay, ich möchte gehen. Ich möchte gehen, bitte. Hallo? Warum geht die Tür nicht auf? Oh, Mutti, hör auf. Der erstmal so einen fiesen Kanal-Alert jetzt hier. Lass das. Bitte nicht. Mann, oh. So, was sollen wir denn tun? Anscheinend müssen wir immer irgendetwas mit irgendetwas interagieren im Raum, damit wir etwas Progress bekommen. Ich würde ja die Pflanze gießen. Das ist ja... Was ist das? Was ist denn das? Warte mal. Augen? Ach, hau doch ab, Alter. Wie sehen wir denn überhaupt aus, Alter? Wie sehen wir denn aus? Was ist denn mit uns passiert? Sind wir zu lange im Solarium oder was? Oh. Okay, okay, okay. Na super. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Wir mussten anscheinend diese ekligen Augen neben dem Sofa finden. Warum hat man denn hier nochmal ein Zimmer mit nochmal einem Fernseher? Also, das macht ja nur gar keinen Sinn.
Freunde, das macht ja keinen Sinn. So, was haben wir hier? Spielzeug? So. Lego auf Wish bestellt oder was? Aha. Okay, gut, wir schauen mal weiter. Was? Okay, Tür geht zu. So, Fernseher. Nein. Voilà. Muss man irgendwie hier vorbei. Nicht, dass ich hier über die Teppichkante stolper. Kann ich mit der Tür interagieren? Wahrscheinlich nicht. Was ist denn das? Was ist denn das für Licht? Okay. Ist cool. Alles klar. So, ich muss an diesen gigantischen Kasten Lego vorbei. Ach, hier ist eine Fernbedienung. Was soll ich hier angucken? Okay, wir haben eine Fernbedienung. Können wir noch mit dem Fernseher anmachen? Können wir uns gemütlich hinsetzen? Dann machen wir erstmal schön viel Good Movie an. Okay, was? Blair Witch? Scheinbar irgendwie das Video, was wir uns ausgeliehen haben. Was ist denn das? Laufen wir da auf irgendwas zu? Ja, stimmt, wir laufen auf irgendwas zu. Was passiert denn da? Was ist denn das? Das ist ein Flur? Okay. Oh, ist das creepy, ey. Okay. Was ist hier? Sind wir hier? Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jackson. Representation is special presentation. Okay, alles klar. 3-3-3-3-3-3-3-3. Okay, alles klar. Ja, dann schalte ich wieder zu Blair Witch rüber. Ah, okay. The cabin in the wood. Mike! Bist du da? Mike! Ich finde es relativ spannend, muss ich sagen, irgendwie. Ist das vielleicht ein anderes Game von einem Entwickler? Was sie so mit eingestreut haben? Würde ich gut finden. Okay, er geht rein. Was finden wir da? Niemand steht schon mal an der Ecke, das fängt schon mal gut. Und schon wird zu so einem Let's Play einfach, wird plötzlich ein React raus. Schön. Okay. Hier scheint nichts drin zu sein im Haus. Vielleicht guckst du noch mal draußen. Ja, die Veranda sieht auch gut aus. Man könnte mal die Bäume ein bisschen beschneiden, tatsächlich. Das wäre super. Wo geht der denn jetzt hin? Hätte der jetzt wirklich in den Wald drin? Mach doch nicht sowas. Also, wenn es zu gruselig ist, schalte ich um. Oh, sorry. Okay, das waren wir. Der Lichtschein der Taschenlampe. Cool gemacht, aber sollen wir jetzt die ganze Zeit gucken? Ich schalte mal weiter. Warte mal, okay, alles klar. Wir sollten so lange durchhalten, bis wir dieses hässliche Gesicht sehen. Alles klar, okay, gut. Taschenlampe, Fernbedienung ist auch weg. Schade eigentlich. Jetzt weiß ich aber nicht, was passiert ist. Bei dem gruseligen Blair Witch-Film irgendwie. Würde ich gerne nochmal gucken. So, okay, wir laufen mal weiter. So, und hier hat ja irgendwas auf dem Flur rumgeeimert irgendwie. Und das ist jetzt weg. Und wer macht denn hinter uns immer die Türen zu? Da auf mit. Oh, weit. Was ist denn das? Okay. Ah,
Aha, Wecker klingelt. Moment. Muss man schnell den Alarm ausmachen? Muss man mal snoozen? Kann ich nicht. Okay, kann nicht mit dem Wecker... Oder ist das der Rauchmelder? Nee, hier ist nichts. Ah! Was ist denn? Was ist denn? Mach mal weg, Alter! Klappert da jetzt was? Oh, ist aber unangenehm. Und das Schlimme ist, wir sind so langsam dabei. Hallo? Was? Oh nein! Oh nein! Manu, wo ist Benny, wenn ich ihn brauche? Oh Gott. Okay, Taschenlampe. Aber wer hat mir Taschenlampe rausgerollt, hä, Freunde? So, und viele Schnaken, das ist mir egal, die nehme ich. Dankeschön. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich geh mal rein. Ah! Hallo, Achtstar, grüß dich, hi! Du, ihr Flashlight? Ja, now. Ah, also da muss man sagen, also so ein Zimmer im Anschluss, das ist nicht cool. Steht da wirklich einer? Nee, das ist nur ein Hemd, was da hängt mit Maske, wa? Kann das sein? Oder? Wir gehen mal hin. Hier sind ziemlich viele Kabel einfach relativ dumm verlegt. Hallo? Ah, nee, okay, alles klar. Das ist nur ein Hemd mit einer Maske. Es ist abgezogene Haut. Das ist aber schön. Schön, 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 schön. Cool. Europalette, wunderbar. Darf an keinem Horrorspiel fehlen. Okay. Was ist... Also, wenn ich mich jetzt umdrehe, weiß ich, dass jetzt irgendeine Scheiße passiert. Ich seh's kommen. Ha, Pflaster abreißen! Ja. Okay, cool, nichts passiert. Oh, Schwein gehabt. Vielleicht... Oh, nee! Was ist denn das? Wer sind wir? Warum passiert denn das hier alles? Nee, sind nicht unsere Schritte. Ey, jetzt mal ohne Mist irgendwie. Überleg doch mal bitte, irgendwie, du pennst hier in diesem Bett. Ja? Was ist denn hier? Verdammte Schüchgebraff, Alter! Wieso? Wo ist meine Taschenlampe? Natürlich ist meine Taschenlampe kaputt. Ist ja klar. Ne? Hast du einfach mal 3 Meter gehalten. So, man überlege sich irgendwie, sieht man jetzt nicht mehr, aber du pennst hier im Bett und schaust einfach diesen langen, ekelhaften Flur runter, diesen schwarzen, dunklen Flur. Finde ich nicht pennen. So, dann schauen wir doch mal, was hier im Arbeitszimmer los ist. Oh, Licht. Licht ist mein Freund. Licht ist mein Freund. Schön. Oh. Großartig. Schön. So, oh, warte mal. Ah, Moment. Stopp mal, wir haben hier mehrere Radios. Okay, mit dem kann ich nicht interagieren. Scheinbar müssen wir alle drei anmachen. Haben wir 3 Radios hier? Ja, hier ist noch eins. Oh, da ist noch eins. Und da noch eins. Okay, dann... okay, gut, dann müssen wir mal schauen. So, warte mal, das können wir nicht an- und ausmachen. Wir haben derzeit die gleiche Musik, die überläuft. Dann würde ich mal sagen, wir gucken uns das mal an. Vielleicht hat das die gleiche Musik. Den gleichen Sender. Sieht gut aus. Oh, nicht doch. Nicht doch, bitte. Guck mal, so sehe ich jeden Morgen aus, wenn ich aufstehe. So, die Haare, 1A, bin hundertprozentig Ecke hier, Pizza fresse, genau wie Ecke jetzt. Das bin ich, 1A. So, schön.
So, jetzt habe ich, die Tür ist immer noch zu, also wir haben es noch nicht geschafft, das zu finden, wahrscheinlich in dem Zimmer, was wir finden müssen. So, na denn. Also irgendeine Tür öffnet sich hier ständig. Okay, wir gucken mal weiter. Ah, die Vase, muss man die denn runterschmeißen? Ist nichts. Oh. Nicht stören, bitte. Ich bin im Workflow, ja? Bin in einem Meeting. Okay. 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 So, was müssen wir finden? Wir müssen irgendwas finden. Die Tür geht sonst nicht auf. So, liegen hier noch irgendwelche Körperteile rum irgendwie, weil da vorne im Raum waren es Augen irgendwie, denn war irgendwas anderes, Fleischschild. Ich denke, ja. Ach, guck mal, wie schön. Es ist ein Kopf. Ein wunderschöner Kopf. Ja, das Bild verändert sich. Und jetzt dürfte wahrscheinlich die... Ach, guck mal, die Putzfrau war auch schon da. Nee, doch nicht. Wir kommen nicht mehr raus. Kommen nicht mehr raus. Wie ist denn hier los? Warum komme ich hier raus? Was denn? Oh Gott, oh Gott. Verdammte Scheiße, Alter, verdammte Scheiße, nein! Oh, 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 oh nein! Oh. Oh, wieso, Alter, wieso? Oh, wieso? Oh, der war fies. Oh Mann. Oh. Nein. Scheiße. Okay. Gut, es war Ziel wahrscheinlich dieses Zimmers irgendwie, dass ich mich jetzt hier komplett voll pisse. Nehmen wir mal rüber. Wunderbar, schön. Ach, das Kinderzimmer. Das ist ja schön. Das ist schön. Wunderbar, schön. Hier steht auch noch so ein He-Man für Arme. Gut, gucken wir mal. Schöne Aussicht. Schöne Aussicht. Mitten im Universum. Das ist gut. Das ist schön. Oh, das ist bestimmt so ein Poster, was im Dunkeln leuchtet. Oh. Hallo. Schaf. Ich glaube, es ist ein Schaf, ne? Oder ein Lama? Nein, oh Gott. Müssen wir jetzt hier eine Teeparty... Ja, wir müssen eine Teeparty machen. Okay, warte mal. Können wir uns den Fuchs holen? Und wir sind auch so langsam. Wir sind so verdammt langsam. Nee, okay. Den Fuchs können wir nicht. Können wir den Teddy... Den Teddy können wir auch nicht holen. Was? Okay, Tür lehnt sich leicht an. Wunderbar, wie schön. Hallo. Ach, schön. Schön, schön, schön. Hallo, komm in Frieden. Ich möchte einfach nur scheinbar... die Ente haben. Na, dann bin ich auch schon weg. Ja? Ja? Danke. Oh Mann, ey. Oh Mann. So, okay, wir packen die Ente mal hier hin. Ah, okay, wir können hier. Müssen wir die in einer bestimmten... Ah, okay, die müssen auch noch... Mann, Mutti. Mann, wieso denn? Wieso? Leidigt der nicht schon schlimm genug hier? Okay, also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht fehlen noch zwei Kuscheltiere, aber ich müsste auch mal wissen, in welcher Reihenfolge die hingepackt werden müssen. Okay, hier brauchen wir wahrscheinlich noch einen Schlüssel erstmal dafür. Oh, schön. Schön, schön. Einfach mal so ein Pferdebild so hingehangen. Wunderbar. So Pinguine. So mein Krafttier. Ah, gucke mal, gucke mal, gucke mal. Okay, alles klar. Der Fuchs, wir können den Fuchs doch nehmen. Was? Moment, Moment, Moment. Warte mal, wir stampfen uns mal kurz den Fuchs. Teddy, Alter, warum? Wieso? Teddy, mach nicht sowas. Wieso macht Teddy sowas? Teddy, schnapp mir jetzt einfach hier nur den Fuchs. Ja, jetzt kann ich ihn nehmen. Nicht so schöner Fuchs. Okay, Teddy. Nicht ausrasten.
So, und dann muss es noch eine Art, ich weiß nicht, was das war, ein Schaf? Nee, ein Schaf haben wir schon. Oder ein Lama haben wir. Was ist das denn noch? Kann man den Schrank öffnen? Nee. Wir brauchen noch ein Kuscheltier. Und zwar... Ja doch, ist das ein Schaf? Sieh auf dem zweiten Bild ganz rechts. Würde ich sagen, ja, oder ein Schaf. Okay, wir müssen erstmal gucken. Der Fuchs sitzt vorne. Die Ente sitzt hinten an der Wand. Der Lama sitzt an der Fensterseite. Und das, was wir nicht haben, ist, sitzt dann vorne. So, der Teddy macht immer noch so seltsame Geräusche. Vielleicht hat er eine Teddy irgendwo, irgendwas für uns. Teddy? Oh ja, okay, das Bild ändert sich. Ah, alles klar. Unter des Teddys Kopfe versteckte sich der Schlüssel. Na gut, okay, dann würde ich jetzt mal denken, dass da vorne in der Kiste wird wahrscheinlich dieses rosane Schaf drin sein. Einfach fies, irgendwie, wenn jetzt wirklich in deiner Wohnung plötzlich im Flur irgendwas scheppert und scharrt. So, okay. So, hallo. Kleines Schaf, komm mit. Ach, schön, schön. Das, schön, die Ambient-Beleuchtung ist schon an. Wunderbar. Sieht auch überhaupt nicht sinister aus. Toll. Schön. Okay, du kommst jetzt hier hin. Und nichts passiert. Warum passiert nichts? Soll ich es mir ansehen? Nein. Okay, warum passiert nichts? Das ist doch die richtige Reihenfolge. Geht die Tür nicht auf? Nein, die Tür geht nicht auf. Hallo, ich würde gerne rüber. Bitte. Ja, wieso? Wieso, Mann? Wieso, wieso, wieso? Oh Mann, warum denn gleich so ein Brecher hier, Alter? Warum denn gleich so ein Brecher? Wieso? Oh, ich möchte nicht mehr. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr spielen. Was? Wer hat denn... Kinder, ich sage euch immer wieder, räumt euer Zimmer auf und bitte die Torsen zurück in die... Ach, und die Hände auch zurück in die Schubladen, bitte. Okay, wir müssen jetzt anscheinend hier erstmal ein bisschen... Ist das ein Auge? Ach, das ist ein Auge. Ach, schön, alle essen so ein bisschen ein paar Körper. Das ist toll. Wunderschön. Hier, den Arm, falls man irgendwie einsam ist nachts. Schön. Was ist das, ein Kopf? Oh, Kinder, nee, warum? Warum sollen wir denn hier Körperteile finden? Nee. Ey, komm nicht weg, komm nicht weg. Hau ab. Ich sag, wie das, ich möchte jetzt nicht mehr weiterspielen an der Stelle. Ich finde das wirklich extrem unangenehm. Das setzt einfach zu viele Stresshormone bei mir frei. Ich möchte einfach nur weg. So, dann... Okay, ist du's da eigentlich nicht hin, ist mir egal. So kann ich hier irgendwie raus. Was? Oh, was ist das? Eine Scherbe? Noch eine Scherbe. Oh, warte mal, okay, stopp mal, soll ich hier... Ach, lass mich raten. Soll ich hier einen Spiegel zusammensetzen oder irgend sowas? Ah, okay, alles klar. Wir müssen hier einen Spiegel zusammenpuzzeln. Ach, du glaubst es ja nicht. Was ist denn mit uns passiert? Was ist das denn bitte? Haben wir die letzte? Nee, die letzte haben wir noch nicht, ne? Okay, warte mal, wir müssen noch die letzte Scherbe finden. Ah, hier auf Klo. Da muss man immer ein bisschen aufpassen beim Hinsetzen. Das ist immer ein bisschen unangenehm. So, sind wir hier Frankenstein oder was? Was ist das denn? Okay, okay, Leute. Alles klar. Das war Psalm 5, 9, 13. Wenn es euch gefallen hat, hey, lasst gerne einen Daumen nach unten und unter diesem Video da oder abonniert gerne den Kanal, falls ihr noch weiteren krassen Shit wie den sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns bei einem nächsten Projekt auf dem Kanal wieder, hoffentlich. Bis dahin, tschüssi!